Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video Viva Colombia. Das ist jetzt ein bisschen aufregend. Wir machen ein Video und erzählen euch alles, was ihr wissen müsst zur Tour de France in Kolumbien im Oktober 2024. Kai ist selber ein bisschen aufgeregt, weil der ist zwar schon Tour de France mit uns zweimal mitgefahren und als Organisator mit dabei gewesen in Italien, aber wir machen 2024 dann jetzt wirklich die Tour de France 4. Wir haben die erste war 17, 18, 19 und 20 hätten wir Nummer 4 gemacht. Die ist ausgefallen wegen Corona. Und lass uns jetzt mal kurz über die Tour de France Kolumbien sprechen, die nächstes Jahr stattfinden soll. Okay, also du hast es ja gerade eben schon kurz angerissen. Eigentlich fand die ja schon statt. Genau, 2020. Es gibt ein Video auch bei YouTube, das haben wir nochmal re-uploaded über unseren Testride 2018. Da sind wir im Oktober 2018 rübergeflogen mit ungefähr 10 Leuten und haben da auch eine Doku gemacht. Könnt ihr bei YouTube abchecken und haben die Strecke getestet. Das war ein ziemliches Abenteuer. Aber es war unglaublich geil. In dem Moment, wo du mit Fahrrädern am Flughafen in Bogota angekommen bist, wurdest du da begrüßt wie Pablo Escobar zu seinen besten Zeiten 1980, was weiß ich wo. Aber das war wirklich krass, wie welcoming die Leute sind, wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Das war unfassbar. Und da gibt es einfach auch diese geile Story, dass wir dann einfach bei Instagram geschrieben haben, als wir am ersten Tag in Kolumbien waren. Yo, morgen früh, wir sind gerade angekommen. Wir starten eine Ride um 8 Uhr morgens. Wer hat Lust, uns in dem Group Ride zu begleiten? Das ist auch in dem Video, was wir hochgeladen haben. Da standen da einfach 250 Leute, die mit Red Race dann diesen Group Ride gefahren sind. Das ist mehr als in Hamburg kommen würden, wenn wir sagen würden, komm zum Group Ride. Und wir haben dieses Event dann 2020 vorbereitet und genau 2 Tage nach dem weltweiten Lockdown waren auch schon, ich glaube, 10 Leute vom Orga-Team von uns da. Und ich glaube auch eine Red Race Teilnehmergruppe, da waren ungefähr 200 Teilnehmer angemeldet und 30 oder so waren schon da. Und dann gab es relativ schnell eine WhatsApp-Gruppe, die Red Race Tour de France Survivors. Und Jan musste zusehen, wie er diese ganzen Leute wieder zurückbekommt. Das tut uns nochmal mega leid, aber wir konnten da am Ende ja auch nichts für Corona. Und dann haben wir das abgeblasen und haben allen Leuten ihr Geld zurücküberwiesen. Das war für uns auch nicht ganz easy, aber es hat dann jetzt nicht stattgefunden. Wir haben 21 und 22 und 23 dann wieder die Tour de France in Italien gemacht. Erklär mal das bitte, das Format der Tour de France Kolumbien. Okay, also ist genau das gleiche wie in Italien, wo ich jetzt auch mit dabei war. Wir sind über mehrere Tage unterwegs. Wie viele Tage sind es diesmal? Genau, insgesamt sind wir fast 10 Tage mit euch in Kolumbien. Davon sind es 5 Etappen. Die findet ihr auch dann auf der Website. Es geht von Punkt A nach Punkt B, von Bogota nach Buga, das ist in der Nähe von Cali. Das sind nicht Touri-Strecken, sondern das ist wirklich, da geht es teilweise deep durch den Dschungel, durch Großstädte. Man muss durch Bogota über 20-spurige Straßen da irgendwie rausfahren, aber es ist richtig, richtig geil. Und es ist jeden Tag eine Etappe und jeden Tag gibt es ein bereits von uns organisiertes Hotel und eine fette Zielankunft. Und dann gibt es abends zusammen irgendwo in Kolumbien eine schöne kleine Blockparty vor irgendeinem Kiosk und dann geht es am nächsten Tag zur nächsten Etappe weiter. Okay. Etappenrennen ist es nicht, weil es kein Rennen ist. Es ist eine Etappenfahrt über 5 Etappen durch Kolumbien. Wichtig bei der Tour de France Kolumbien ist es, dass es nicht wie in Italien wirklich ganz stringent wirklich nur 5 Tage sind. Es sind grob 10 Tage. Es ist ein Ankunftstag, es ist ein Registrierungstag. Es ist der Registrierungstag ist dann auch eine Stadtführung durch Bogota, die wir anbieten. Das liegt einfach dran. Stadtführung hört sich für mich erstmal super langweilig an. Aber die Stadtführung an sich in Bogota ist mega cool. Die haben wir auch gemacht. Wir wollen euch das Gleiche geben, was wir auch erlebt haben. Und wenn du in Bogota aus dem Flugzeug steigst, dann denkst du, du bist der unfitteste Mensch der Welt, weil Bogota liegt, glaube ich, auf 2300 Meter Höhe. Du fängst erstmal an zu japsen und du kommst gar nicht drauf klar, dass diese Stadt so hoch liegt. Wir hier sind auf 0 Meter Meereslevel hier gerade in Hamburg. Und du musst dich erstmal bei einer Stadtführung an diese Luft gewöhnen. Und am nächsten Tag haben wir so einen Group Ride, wo wir einfach 80 Kilometer nur einfach mal ein bisschen in Bogota rollen und schon mal ein paar Höhenmeter machen, damit ihr euch dran gewöhnen könnt. Das ist richtig krass, weil du dann schon denkst, Alter, was ist denn da los?
Und am nächsten Tag geht dann los mit der, das ist dann so Tag 3, 4, geht es dann wirklich mit der Tour los. Da werden 2 Etappen gefahren, 1 Pausentag, nochmal 2 Etappen gefahren. Und dann kommen wir am Ende nach Etappe 5 in Buga in der Nähe von Cali an. Mhm. Und das ist im Prinzip die Tour. Okay. Wie viele Kilometer erwarten mich denn da pro Tag ungefähr? Das seht ihr in dem Video, was wir auch schon mal hochgeladen haben. Und ihr seht das auf der Website. Da könnt ihr euch die Streckenprofile und das Höhenprofil angucken. Es sind ungefähr zwischen 100 und 150 Kilometer pro Tag. Die Höhenmeter sind eigentlich echt machbar. Der zweite Tag hat es unfassbar in sich, aber das ist was, was ihr auf der Bucketlist ganz fett anstreichen könnt, was euch nie jemand nehmen wird. Und wir fahren den höchsten UCI-kategorisierten Climb, den es gibt. Das ist ein 100 Kilometer Anstieg. Jetzt werdet ihr denken, sind die komplett bekloppt. Könnt ihr euch in dem Video angucken, da geht es 4000 Meter hoch, aber auf 100 Kilometer zerfährt sich das. Klar. Ich glaube, ja, das sind halt... Fährt sich wie von alleine. Die durchschnittliche Steigung ist, glaube ich, 3% oder so. Das ist jetzt nicht so, da sind auch mal Rampen drin, aber das ist ganz entspanntes Hochfahren. Natürlich sehr lange leider. Aber das ist der höchste und längste Climb, den ihr eurem ganzen Leben machen werdet. Das werde ich mir nicht nehmen, das nochmal zu machen. Und ich habe das ja schon mal gemacht. Und das ist, machen ganz wenige Locals sogar aus Kolumbien, weil kein Mensch fährt Letras hoch, so heißt dieser Climb, und fährt dann irgendwo wieder runter, weil die kommen dann ja nicht wieder zurück. Das machen wirklich selbst die Locals, die da sind. Die haben wir alle gefragt, bist du schon mal Letras gefahren? No way, why should I? Und dann, das war so die generelle Antwort. Aber Letras ist Tag 2 und auch die Königsetappe. Und am nächsten Tag hast du dann einen Ruhetag. Und dann am Tag 3 hast du eine super, also Etappe 3, eine super geile, entspannte Etappe. Das seht ihr auch in dem Video. Da haben wir so einen mega coolen Hotel-Bunker gefunden, wo es oben eine Pool-Rooftop-Party gibt an Tag 3. Und an Tag 4 und 5 hast du dann nochmal die letzten Fahrten. Und die Strecken führen durch Dschungel, Großstadt und wirklich perfekte Straßen. Wir sind es damals gefahren mit einem Gravelbike. Das werden wir jetzt aber nicht machen, sondern wir werden jetzt auf ein Roadbike, auf ein Rennrad umsteigen. Und wir empfehlen auch ein Rennrad, allerdings auch mit einem Grail, wäre das super geil fahrbar, oder mit einem Grizzle. Allerdings, ich werde es mit Rennrad fahren. Okay, das heißt, Rennrad geht auf jeden Fall, Gravelbike ist auch in Ordnung, aber alles, was dann irgendwie breiter als, was weiß ich, 40 mm breite Reifen wird, macht eigentlich keinen Sinn? Genau. Wir einigen uns mal auf 25 bis 40 mm dicke Reifen bei diesem Rennen. Mit dem MTB das zu fahren, da schaffst du einfach nicht die Strecke, selbst mit dem Hardtail, das ist totaler Quatsch und da geht es auch nicht über Stock und Stein. Grail wäre super, wir haben das damals getestet, weil wir ja nicht wussten, wo müssen wir langfahren. Da hatten wir auch teilweise Gravel-Passagen drin, die haben wir zum guten Teil rausgenommen. Wir werden das mit dem Rennrad fahren. Okay, alles klar. Was für mich Italien so besonders gemacht hat, war, also ich kannte die Dolomiten schon, trotzdem fand ich es wieder krass so. Ich glaube, das wird in Bogota ja auch so sein und Umgebung, dass einfach die Landschaft, die man gar nicht kennt, so völlig anders und surreal ist. Ja. Aber in Italien waren es vor allem auch die Pausenspots, die so krass waren. Das wird in Kolumbien anders sein, weil wir natürlich nicht die Kontakte haben, die wir jetzt über fast 10 Jahre in Italien aufgebaut haben. Bei den Checkpoints wird es teilweise Kioske geben, Locals, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir werden da einfach an den Checkpoints Morten und Nutrition anbieten. Und wir halten dann auch an so Plätzen, wo es dann auch Local-Bäckereien gibt, mit denen wir dann kooperieren, wo ihr dann einfach in der Startgebühr inkludiert euch vollfressen könnt. Aber es gibt auch bei Kolumbien natürlich einen Besenwagen, der hinterherfährt. Man muss allerdings sagen, in Kolumbien Fahrrad zu fahren. Ich habe mir gestern auch nochmal die Doku angeguckt und wer wirklich mitfahren will, den würde ich empfehlen, guckt euch die Doku an über unseren Testride. Das ist eine Experience. Wir werden es ja hoffentlich dann in 2024 nochmal machen. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, da auch wieder mit euch aufs Fahrrad zu steigen. Das ist etwas, was man, ich habe mir dann auch sogar hier Kolumbien tätowieren lassen, weil dieses Land ist ein unfassbares Fahrradland, wo es Leute gibt, wenn du mit einem Rennrad um die Ecke kommst, dann holen die von deinem Rad Autogramme, nicht von dir, aber die wollen einfach gucken, was fährst du für ein Fahrrad, warum bist du aus Europa in Kolumbien, fährst da. Die sind so stolz auf ihre Radkultur, dass dann einfach auch die Cops mit Maschinengewehr uns durch die Favelas begleiten an diesem Group Ride Tag, am ersten Tag. Das ist eine Erfahrung, dass du fährst durch, glaube ich, 6 verschiedene Klimazonen. Mhm. Also du fährst auch mal mit einer dicken Shake Dry oben Letras, wenn du auf 4000 Meter Höhe bist. Fährst dann runter und dir ist schweinekalt und kommst unten wieder bei Dschungeltemperaturen von 45 Grad an. Das ist einfach was, was man in Europa nicht erlebt. Und es ist etwas, was ganz besonders ist und das macht das Event so special. Okay,
Und also du hast es jetzt ja schon gesagt und ich glaube, man kann es jetzt auch erahnen, aber für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade eben erst aufgestanden sind oder sowas, es ist kein Rennen. Es ist kein Rennen, es gibt Segmente, die du schneller fahren kannst, aber gerade in Kolumbien gibt es auch Abfahrts oder Descents, die wir nicht natürlich kategorisieren. Wenn es was gibt, dann wird es ein Hochfahrsegment geben. Das werden wir jetzt aber garantiert auch nicht bei Letras machen, weil wir gar keinen Bock haben, dass ihr euch da nach oben zerstört. Ihr sollt entspannt fahren und entspannt ankommen. Das wird eine super geile Etappenfahrt werden. Ungefähr Anzahl Teilnehmer habe ich hier stehen. Wir rechnen mit 50 bis 250 Menschen, die das mit uns machen. Wir werden wahrscheinlich einen Teilnehmer-Stop auch machen. Es wird auch nur eine begrenzte Zeit geben, in der man sich anmelden kann, damit wir alles planen können, weil in der Anmeldegebühr enthalten und auch jetzt vielleicht einmal zur Anmeldegebühr, das wird euch nicht ganz ähnlich kosten, wie Red Race Tour de France in Italien, um 1200 Euro rum. Da sind alle Hotels drin, da sind alle Shuttles und Transfers drin, da ist der Gepäcktransport drin von dem Stuff, den ihr uns dann gebt. Ihr müsst also nur mit euren Freunden und zwei Flaschen am Fahrrad die Etappen fahren. Ihr müsst keine Taschen mitschleppen, das machen alles wir. Die Checkpoints sind mit drin, Start und Ziel ist drin, Mechaniker von Canyon, DT Swiss von Red Race sind mit drin. Das ist alles organisiert. Den Flug müsst ihr nach Bogota hin und zurück selber bezahlen. Wir können euch aber auch in Cali eure Klamotten geben und dann reist ihr weiter. Weil die Tour an sich, die wird Anfang Oktober 2024 stattfinden. Das genaue Datum findet ihr auf der Red Race-Seite. Und da in der Anmeldegebühr ist quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Aber wir wollen da keine, das ist keine Kreuzfahrt. Und ihr seid immer noch für euch selber verantwortlich. Wir bieten euch so viel, wie es geht, zu einem bestmöglichen Kurs, weil wir auch nicht wollen, dass nur Millionäre mitfahren. Wir haben da Bock, dass auch junge Leute mitfahren. Wir wollen, dass da alte Leute mitfahren. Wir wollen, dass da Männer, Frauen mitfahren. Wir wollen jeden da happy machen. Aber wir wollen auch eine Experience bieten, die man so nicht jeden Tag hat. Und das kostet uns halt auch ein bisschen Kohle. Okay, das heißt, wenn ich es nochmal kurz zusammenfassen darf, ich bezahle um die 1200 Euro. Ganz grob, ja. Kümmere mich darum, wie ich zum Tag X nach Bogota komme. Genau, dass die Flüge, wo sucht ihr euch jetzt mal raus? Wir haben damals Flüge gekriegt für 600 Euro nach Bogota hin und zurück. Das muss man einfach früh genug buchen. Mit einer Reiserücktrittsversicherung, man weiß ja nie. Aber du bist alles in allem auf jeden Fall unter 2000 Euro am Start. Und ich weiß, das ist viel Geld, aber ihr werdet sowas nie wieder erleben, das schwöre ich euch. Und wir werden das auch höchstwahrscheinlich nie nochmal in Kolumbien machen. Okay, so, und wenn ich dann meine 1200 Euro bezahlt habe, nach Bogota komme, dann gebe ich da meinen Radkoffer bei uns ab, kann mich dann eigentlich nur noch aufs Fahrradfahren konzentrieren, weil wo ich schlafe, weiß ich dann, wird mir gesagt. Genau. Wie ist da, was erwartet mich da? Also ich glaube, weil Italien war ja schon abenteuerlich teilweise. Wie wird es denn da sein? Es ist genauso, du kriegst eine wilde Mischung aus einem 5-Sterne-Bunker und einem 1-Sterne-Bunker, aber du lassen niemanden in irgendwelchen Baracken schlafen. Und das macht eher die Crew, dass wir günstigst möglich in irgendeiner Kaserne pennen. Muss aber sagen, das seht ihr auch in dem Video, wo wir geschlafen haben. Die Hotels sind alles mega nice und einfach, aber richtig cool. Zum Beispiel das, was ich gerade erwähnt habe im Video, Etappe 3 oder 4, wo wir diese Rooftop-Party machen, da sind wir alle in einem riesigen Hotelbunker in Manizales. Das sind super coole Hotels, so Motel One-mäßig vergleichbar. Das kostet uns in der Nacht, glaube ich, 90 Euro oder so, die wir bezahlen. Das lassen wir uns dann auch gönnen. Aber dafür sind wir dann mit 200 Leuten in diesem Hotel, Frühstück alle gemeinsam und können oben dann auf dem Rooftop abhängen. Sobald ihr in Kolumbien ankommt, gebt ihr nicht euer Gehirn ab, aber ihr gebt uns eure Klamotten ab und dann kümmern wir uns um euch. Okay. Rad bringe ich mein eigenes mit, versteht sich von alleine. Du bringst dir dein eigenes Rad mit, aber schreibt uns, wenn ihr keinen Rad mitnehmen wollt. Wir helfen euch natürlich auch beim Aufbau, wenn ihr vor Ort dann Angst habt, das zusammenzubauen. Ist kein Problem, wir haben Mechaniker von uns da. Aber man kann sich in Bogota auch Räder leihen, das ist kein Problem. Das muss man dann aber selber bezahlen. Das ist aber Bogota, ist kein Problem. Da googelst du einfach Bike Rental Bogota. Wahrscheinlich werden wir auch einen Link zur Verfügung stellen. Wenn nicht, einfach googeln, ein Rad leihen und wir können das dann auch nach Bogota wieder zurück transportieren. Das ist im Preis mit inbegriffen. Okay, zwei Fragen habe ich noch. Erste Frage, wie sieht das jetzt aus? Ist das, also weil wir haben das jetzt ja schon ein paar Leuten verraten, dass das jetzt so stattfinden wird, dass wir den Plan umsetzen werden, der da irgendwo schon fertig in der Schublade liegt und dass wir nach Kolumbien fahren. Ist das sicher? Hello, ist Columbia safe to travel? Die Frage, die uns am meisten gestellt wird. Also A, seid ihr nicht alleine. Wir können euch auch generell empfehlen, macht diese Erfahrung, macht diese Tour mit einer Crew aus Freunden zusammen. Das ist was anderes, als wenn ihr da alleine startet. Alleine Starter haben immer das Problem, es sind halt zu wirklich 4/5 Gruppen und Freundeskreise da, die auch mit 2, 3, 10 Leuten starten.
Und man ist halt einfach, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du alleine dich da anmeldest, musst du halt immer so ein bisschen Anschluss suchen. Ich kann dazu auch sagen, wir haben immer Leute, die alleine gefahren sind. Ich glaube, Julia hieß sie und Kim, glaube ich, ja, die wir jetzt dabei hatten. Diese haben wir dann bei uns aufgenommen, weil die dann auch unser Level von Geschwindigkeit hatten. Und die haben sich dann auch immer anderen Leuten angeschlossen. Aber am coolsten ist, wenn du es mit Freunden machst, und dann bist du schon mal generell nicht alleine. Und Columbia ist super safe, Fahrrad zu fahren. Ich habe gestern auch mal das Video geguckt und ich hatte auch am Anfang immer so ein bisschen Respekt, wie ist das in Kolumbien Fahrrad zu fahren. Sobald du da bist und am ersten Tag, wir sind ja dann alle zusammen und fahren am ersten Tag schon mal diesen Group Ride, dann denkst du so, ach, ich bin hier in Kolumbien, krass, das habe ich jetzt gerade mal kurz eben vergessen. Das weißt du eigentlich eher, weil die Luft so dünn wird, aber die Straßen sind super geil, die Leute sind alle mega freundlich, die sprechen super gut Englisch. Wer Spanisch kann, ist vom Vorteil, aber das ist Englisch, ist das schon super. Columbia ist safe to travel und auch wie jedes fremde Land oder letztens hatte ich nur eine Schlägerei, nicht ich, aber ich wurde angegriffen in St. Pauli. Das kann dir jedem und überall in jeder Großstadt passieren. Das ist normale Vorsicht, die geboten ist. Okay. Und die letzte Frage, die ich noch habe, wer kann denn da mitfahren? Also welche Voraussetzungen muss ich da mitbringen? Ja, also du solltest fähig sein, eine Tour zu schaffen, in 5 Tagen ganz grob 600 Kilometer zu fahren. Wenn du noch nie in deinem Leben länger als 40 Kilometer gefahren bist, dann ist das nichts für dich. Aber wenn du durchaus, wir gehen mal hier in Hamburg davon aus, dass du mal hier 100 Kilometer gefahren bist, dann ist das was. Du solltest fit sein, keine Frage. Man muss ganz ehrlich sagen, der Besenwagen ist nicht dazu da, euch zu transportieren, weil ihr sagt, ah, 100 Kilometer aufwärts ist mir zu viel, da sollen 50 Leute in den Besenwagen steigen. Die lassen wir nur in Letras oben raus und dann können die 100 Kilometer abfahren. Weil die Abfahrt in Letras ist nämlich auch fast 80 Kilometer. Du fährst 80 Kilometer runter, das ist richtig geil. Die körperlichen Voraussetzungen sind, sei fit. Ja. Und wenn du nicht fit bist, dann wird das eine mega krasse Herausforderung und irgendwann sammelt dich der Besenwagen dann doch ein. Ja. Da werden wir schon so ein bisschen mehr zu sehen, dass wir die Leute dann alle auf dem Schirm haben. Tracker wird es höchstwahrscheinlich nicht geben, weil die für uns in Kolumbien viel zu teuer sind. Wir werden dann wahrscheinlich so eine iPhone-Systematik haben, dass wir sehen, wo ihr seid. Aber ihr könnt uns natürlich auch jederzeit anrufen. Es ist auf jeden Fall sicher. Es wird super krass, eine super geile Erfahrung werden. Jeder darf sich anmelden, wenn dein Trainingslevel gut genug ist. Ihr habt auch noch eine Zeit, euch dann vorzubereiten. Start der Anmeldung ist am 5.12.2023. Die wird wahrscheinlich ein paar Monate vor dem Event geschlossen werden im Sommer 2024, damit wir dann wirklich genau safe die Hotels buchen können. Da lassen wir dann auch keinen mehr rein oder raus. Da seid ihr dann irgendwann an gewisse Regularien gebunden. Ja, wir haben auf jeden Fall mega Bock. Letztes Mal waren es ungefähr 200, die sich angemeldet haben. Ich rechne jetzt einfach damit, dass es irgendwas zwischen 100 und 200 Fahrern werden. Aber ich habe auch so mit meiner Lieblingsgang in Italien gesagt, als sie gesagt hat, ihr müsst jetzt unbedingt Kolumbien machen, habe ich gesagt, ganz am Ende, wenn wir da hinfahren und es sind nur 50 Leute, dann werden wir auch eine super geile Zeit haben. Lass mal zusehen, wie viele das Geld zusammenkriegen und dann schauen wir, dass wir das machen. Jo, also ganz im Ernst, ich habe ultra Bock, alleine nur von dem, was du jetzt gesagt hast. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Bilder mit eingeblendet. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig krasse Erfahrung. Ja. Das hast du ja schon gesagt, das macht man so schnell, glaube ich. Also wenn wir es erfolgreich durchziehen, dann werden wir einen großen Haken und dran machen, dann haben wir 6 Jahre lang gebraucht, nicht das Fire Festival zu sein, weil das haben wir immer so lustigerweise dann im Jahr danach gesagt, falls ihr diese Doku bei Netflix nicht kennt, die haben so ein Festival geplant, was nie stattgefunden hat. Das sind wir nicht, das waren wir nicht. Wir haben im Gegensatz zum Fire Festival all ihre Anmeldekohle zurückgewiesen. Und das Fire Festival, die Tour de France Columbia, soll 2024 endlich stattfinden. Wenn das stattfindet, ich bin jetzt schon wieder, wo wir ein paar Postings gemacht haben mit den Leuten da vor Ort. Die haben mir alle wieder geschrieben, die da in Bogota uns begleitet haben. Wir haben super viele Locals, die uns da supporten. Das ist ein absoluter Traum, das mit euch zu machen. Und ja, es kostet Geld, das weiß ich. Aber ich schwöre euch, das werdet ihr bis an euer Lebensende nicht vergessen. Hier, danke, Mann.